Geschätzte Mitglieder des Schweizerischen Zivilschutzverbandes, geschätzte Zivilschutzangehörige. Die Corona-Pandemie hat uns viel abverlangt und sie ist noch nicht überstanden. Im Frühling 2020 leisteten rund 24.000 Zivilschutzangehörige gegen 300.000 Diensttage. Seit Herbst 2020 standen und stehen wiederum tausende Zivilschutzangehörige zur Bewältigung der zweiten Welle im Einsatz. Der Zivilschutz betreut beispielsweise ältere Menschen in Alters- und Pflegeheimen, betreibt Empfangsstellen in Spitälern oder impft Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mit seinem breiten Aufgabenspektrum ist der Zivilschutz ein unverzichtbares Instrument. Ich spreche deshalb allen Zivilschutzangehörigen meinen Dank aus. Der Bundesrat seinerseits unterstützt diese Einsätze zurzeit mit seinem zweiten nationalen Aufgebot. Damit können die Kantone für ihre außerordentlichen Aufwendungen entschädigt werden. Der Bundesrat wird schon bald über eine Verlängerung dieses Aufgebotes bis zur Sommerpause entscheiden. Als Stadträtin von Brigg-Lys habe ich nach dem Unwetter von 1993 erlebt, wie wichtig der Zivilschutz ist. Und jetzt als Chefin VBS ist es mir erst recht ein großes Anliegen, dass wir auch in Zukunft auf einen einsatzfähigen und kompetenten Zivilschutz zählen können. Ich rechne dabei mit der Unterstützung des Schweizerischen Zivilschutzverbandes. Sie wissen es. Der Zivilschutz kämpft mit Bestandesproblemen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung bewältigen werden. Der für Sommer 2021 vorgesehene Bericht zur Alimentierung von Armee und Zivilschutz wird Lösungsansätze aufzeigen. Und ein weiteres: Der Zivilschutz ist offen für freiwillig Dienstleistende. Es wäre wünschenswert, künftig vermehrt auch Frauen für den Zivilschutz zu gewinnen. Denn was gibt es Sinnvolleres, als sich für den Schutz der Mitmenschen in unserem Land einzusetzen? Herzlichen Dank.